Die heutige Heil- und Mineralquellen Germete GmbH ist im Jahr 1922 gegründet worden. Die Quellengeschichte geht sogar noch mehrere hundert Jahre weiter zurück. Die Wässer aus unserem kleinen Luftkurort Germete in Nordrhein-Westfalen, nur einen Steinwurf nach Hessen entfernt, gelten seit jeher als besonders rein und qualitativ hochwertig mineralisch. Wir sind Hersteller von Glasartikeln, wir sind Hersteller von Percycling-Artikeln, also sprich Plastik in kastengestützten Modellen mit Befandung, und wir produzieren Einwegware. Unser Mineralwasseranteil liegt bei über 80%. Der Rest sind Spezialitäten, sprich Orange, Zitrone, isotonische Getränke, Apfelschorlen. Und die sind ständiger Begleiter im Alltag. Beim Lernen, beim Sport oder bei der Arbeit. Unsere Mineralwässer sind naturgegebene Produkte, die hohen staatlichen Auflagen unterliegen und letztendlich der Lieferant für wichtige Stoffe sind, die der Körper braucht. Die Mineralwasserquellen von Germete liegen überwiegend auf dem Betriebsgelände, im direkten Einzugsbereich von Germete. Einige wenige Quellen liegen etwas außerhalb, aber im Rahmen der ordnungspolitischen Möglichkeiten. Viel sieht man von unseren wertvollen Quellen nicht. Ein Rohr kommt aus dem Boden. Die Technik drumherum überwacht direkt verschiedene erste Werte wie Temperatur, Druck und Leitfähigkeit. Jedes Mineralwasser, welches anerkannt ist, muss eine unterschiedliche Mineralisation haben. Das heißt, alle unsere Mineralwässer, die wir vertreiben, Warburger, Germeter, H2O Aqua Frisch, jedes Mineralwasser ist aus einem anderen Brunnen und hat eine andere Mineralisation. Die Leitungen zwischen den Brunnen und unserem Betrieb sind sichere, geschlossene Systeme. Wenn die Mineralwässer unseren Standort erreichen, werden ihnen in der sogenannten Aufbereitung aus optischen Gründen Eisen entzogen. Das ist die einzige Aufarbeitung, die bei Mineralwasser durchgeführt werden darf. Das Labor nimmt von der Quelle bis zum abgefüllten Produkt stündlich Proben, untersucht diese auf mikrobiologische und chemische Parameter, wie zum Beispiel Gesamtkeimzahl, koliforme Keime, Nitrat, Nitrit und Eisen, um sicherzustellen, dass es der Mineral- und Tafelwasserverordnung entspricht. Nach der Aufbereitung kommen die Mineralwässer in die Abfüllung. Wir verfügen über hochmoderne Anlagen, die sehr sicher und effizient arbeiten. Die Leistungen der Anlage sind im Glasbereich 30.000 Flaschen pro Stunde. In den PET-Anlagen sind wir zwischen 22.000 und 27.000 Flaschen pro Stunde unterwegs. Besonders modern sind wir aufgestellt im Bereich der PET-Anlagen. Die Flaschen, die blasen wir selber. Wir kriegen die Preforms angeliefert. In den benötigten Grammaturen blasen die Flasche auf und diese wird dann über Luftförderstrecke an den Füller gebracht. Von den Speichertanks pumpen wir das Mineralwasser zum Mixer. Hier führen wir dem Wasser Kohlensäure hinzu. Anschließend wird das Wasser zum Füller gepumpt und von da aus in die Flaschen abgefüllt. Damit das immer reibungslos funktioniert, arbeitet die Produktion eng mit unserer eigenen Instandhaltung zusammen. 10 Mitarbeiter und ein Auszubildender, die sind für den Tagesablauf zuständig. Darunter fallen einmal Reparaturarbeiten, die Wartung, die Instandhaltung natürlich, vorwiegend auch die vorbeugende Instandhaltung. Gerade im Sommergeschäft mussten die Anlagen 24/7 laufen. Wenn es doch mal hakt, alarmiert die Produktion die Instandhaltung. Hier geht es immer um den Faktor Zeit.
Gerade Kommunikation ist in dem Fall sehr wichtig, um die Störung aus der Anlage zu bekommen. Auch bei Neuanschaffungen wird die Instandhaltung mit ins Boot genommen, gerade um Schnittstellen zu prüfen oder auch das möglichst Beste aus den Anlagen dann rauszuholen. Unsere Logistik ist ebenso ein zentraler Baustein. Was im Vordergrund steht der Logistik, ist der reibungslose Warenfluss, den zu gewährleisten für unsere Kunden. Wir verwenden die sogenannte chaotische Blocklagerung. Unsere Staplerfahrer wissen dennoch immer ganz genau, wo welche Getränkesorte steht. Wir verladen bei uns am Standort in Germete 50 bis 70 LKWs im Durchschnitt tagtäglich. Unser 8-Tonner Stapler ist von der Tonnage her der größte, der 6 Paletten auf einmal verladen kann. Das heißt, ich habe bei einem Zug von 38 Paletten, die auf dem LKW verladen werden, eine reine Ladezeit von 10 bis 12, 13 Minuten. Einmal im Jahr machen wir eine Kundenbefragung. Was mich und das gesamte Team besonders stolz macht, ist, dass uns die Kunden zu 100% weiterempfehlen würden. Abfüllung, Logistik, Außendienst. Alle Abteilungen arbeiten Hand in Hand, damit beste Qualität aus Germete zur richtigen Zeit beim Kunden und letztendlich zur Versorgung der Verbraucher ankommt. Den engsten Kontakt zum Kunden hat unser Außendienst. Jeden Tag sind mehrere unserer Mitarbeiter zur Betreuung der Märkte unterwegs und geben Hinweise auf die Präsentation unserer Getränke. Das ist erstmal wichtig, wie steht die Ware, die Fläche, die muss gesehen werden. Ist ein Metoschild da? Ist eine Preisauszeichnung da? Ist die Ware ordnungsgemäß? Diese Sachen. Ich höre genau hin, was es für Trends gibt, neue Produkte. Und das kommuniziere ich mit unserer Marketingabteilung, mit dem Innendienst und gebe diese Informationen weiter. Also mir macht bei Germeta Spaß die Abwechslung. Also das ist kein Tag wie der andere. Mit Kollegen, das ist spitzenmäßig, das klappt alles super. Das ist ein Nehmen und Geben und das ist einfach spitze.